Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ein weiteres Wettbewerbs-Gameplay steht die Woche an. Wir spielen Schivenko Park und das ist unser Hangar. Wir haben natürlich dabei unseren Seeker, wobei ich feststellen musste, dass das Reichweitenimplantat auf der Map extremst von Vorteil ist. Wir haben dabei den Nomad, falls es mal schnell gehen muss, sozusagen mit den Ember Guns. Wir haben tatsächlich, sieht man recht selten bei mir, den Search mit Helix Rack 12 mit am Start und Neymar drauf. Ich habe leider Gottes keinen Zielsuchenpiloten auf die Helix ausgebaut. Dann haben wir noch den Orion mit den Railgun 12 und mal wieder seit langem tatsächlich den Eclipse mit den EM-Rival 12. Ich würde sagen, wir gucken jetzt, welche Gegner wir bekommen. Auf geht's! So, Runde Nummer 1. Wir spielen gegen MC Wolf, der im Cheetah, wie auch immer Clan ist. MC Wolf ist ein deutscher Spieler, mit dem habe ich auch schon mal auf Discord kurz gesprochen. Freut mich, dich mal wieder auf dem Spielfeld zu sehen. Ist schon eine Weile her, wir gehen auf jeden Fall los mit unserem Eclipse und schauen, dass wir auch direkt Richtung Pole Position gehen, nämlich hier an diese Rampe linkerseits. Da haben wir auch schon den guten Wolf. Oh, da werden wir direkt mit Helix beschossen. Das war jetzt natürlich unklug. Ich hätte direkt auf den Tarnmodus warten müssen. Aber den will ich mir hier gleich rausholen. Helix ist ohnehin nicht die beste Waffe für die Map. Als Backup kann man sie mitnehmen. Sie funktioniert halt dann, wenn Bots auf die obere Etage kommen. Dann kann man sie dort gut wegschießen, wie man jetzt auch gerade an mir gesehen hat. Da haben wir ihn erwischt, aber wir haben ihn nicht gekillt. Oh, der wird uns töten. Wir haben nur noch 22k Leben, das überleben wir nicht. Gut, dann gehen wir als nächstes rein mit dem Orion, denke ich mal. Und gucken, ob wir den hier rausbekommen. Wolf ist gerade gestorben. Mal schauen, mit was er als nächstes auftauchen wird. Wir gehen auf jeden Fall wieder auf die Pole Position. Schauen, was wir hier reißen können in der Zwischenzeit. Und ja, okay, er hat was mit einem... Ja, ich sehe schon den rotierenden Schild, der hat hier einen Bastion, definitiv, ist aber auf genau der anderen Seite der Map. Das heißt, erstmal nicht unser Problem auf gut Deutsch. So, unser Problem wird es jetzt sein, hier mehr Bots wegzusnacken als er. Sieht auch momentan ganz gut aus, wir sind 4 Kills in Führung. Er ist da drüben gerade dabei, sein Schild zu verlieren. Mal schauen, wie lange er es da drüben schafft, wie lange er es überlebt. Hier kommt was hoch, ein Nomad, den hauen wir doch auch direkt weg. Wir sind aber wieder mal Lowlife. Wer hätte es gedacht, 20k Leben haben wir noch. Vielleicht kriegen wir noch ein oder zwei Mechs. Ah, dann ist, glaube ich, Sense. Orion kann ich aber wirklich nur empfehlen. Das ist einer der besten epischen Mechs überhaupt. Er war einer der besten epischen Mechs überhaupt. Die erste Runde ist auch vorbei mit 2 Kills in Führung. Gewinnen wir die erste Runde. Gut, never change a running system, wie man so schön sagt. Also gehen wir auch direkt weiter mit unserem Eclipse, machen das gleiche nochmal. Diesmal allerdings am besten, ohne direkt am Anfang Lowlife zu gehen. Ah, schade, ich habe gedacht, ich erwische ihn da vielleicht noch. Aber ihr habt gesehen, die Position ist halt wirklich gut. Ihr habt dort eine relativ gute Feldkontrolle, es sei denn, ihr werdet umlaufen. Ja, okay, schießt gegen die Wand. Na, das passiert hier immer wieder mal, dass die Bots hier einfach straight durchgehen. Und dann kommen die auf einmal hinter euch an der Rampe hoch. Da müsst ihr immer ein bisschen drauf gucken, dass euch das nicht passiert. Ja, die ganzen Bots sind jetzt sowieso relativ Richtung meiner Base offensichtlich. Wo ist eigentlich Wolf? Wow, okay, ganz ruhig, Brauner. So, erstmal weg mit dir. Wenn man die Augen nicht überall hat, du. Ja, ich schätze mal, da Wolf nicht hier ist, wird er vermutlich wieder mit seinem Bastion drüben sein. Schätze ich jetzt einfach mal, jo, schießt daneben, ist vollkommen in Ordnung. Und daneben schießen bin ich so ein Profi, könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. Ja, genau, die Wand, die ist tot, definitiv. So, komm, aber jetzt, jawohl, geht doch. So, da kommt wieder was hoch, ein Onyx. Ja, was hatte der? Entweder hatte der jetzt einen Disruptor drauf oder Podgun. Konnte ich jetzt gerade nicht sehen. Er hat hier auf jeden Fall die Stormrack, ist auch gehemlockt. Sehr schön. Wie auf dem Präsentierteller. Wir sind momentan 3 Kills vorne dran. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. So, wo sind sie denn jetzt? Ich finde keinen mehr. Ah, da ist doch was. Sehr schön. Ja, manchmal gibt es dann so Momente, da findet man dann auf der Map gar nichts mehr. So, als ob alle weg wären, so für ein paar Sekunden. Ja, auf jeden Fall, ich habe gerade gesehen, der gute Wolf hat auf der rechten Seite Probleme mit seinem Bastion.
Schild ist weg und der Hemlock hat ihn gestunt. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Aber er hält sich doch auf jeden Fall ziemlich wacker mit seinem Bastion. Ja, ja, der lebt noch da unten. Spielt der Minigun? Krass. Naja, auf jeden Fall haben wir die erste Runde jetzt an der Stelle schon mal gewonnen. GG an den guten MC Wolf oder Mac Wolf oder wie auch immer wir sind. First und Third MVP mit 18 Kills offensichtlich. 374 Punkte haben wir gemacht. GG, mein Freund. Oh, es geht schon los. Okay. Wir spielen gegen LDK Pelenius? Ah, Pelenius, okay. Kenne ich nicht. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Mal gucken, was er so kann. Wir gehen wieder los mit unserem Eclipse. Na, selbes Spiel wie immer. Ich finde die Idee einfach cool. Also speziell hier den Chevenko Park, den finde ich schon relativ nice gemacht. What the fuck? Okay. Das war ein Double KO, würde ich mal sagen. Immerhin sind wir nicht leer ausgegangen. Okay. Wir machen weiter mit unserem Orion. Jetzt kann ich ja wieder anfangen, über Orion zu schwärmen. Jetzt lebt er ja wieder. Also Orion ist einer der besten epischen Mechs überhaupt, wie ich finde. Und abgesehen von ihm gibt es eigentlich nur noch Aegis, der wirklich gut ist. Klar, man kann auch noch... ist schon tot, okay. Man kann natürlich auch noch den Redeemer und so weiter spielen, sind alles keine schlechten Mechs natürlich, Panther und so weiter, aber ich finde Orion mit seinem Effekt, das ist einfach der absolute Kracher, also du kannst hier so viel machen. OW hat mich entdeckt, wir wechseln den Mech und gucken, dass wir uns hier hinter ihn teleportieren können. Er versucht zwar hier noch wegzudashen, aber das hat ihm nichts mehr gebracht. Oh, ja, Gott sei Dank sind wir jetzt wieder zurück teleportiert worden. Sonst diese Situation, dass du einen Gegner vor dir hast und gleichzeitig aber auch noch einen neben dir, der auf dich feuert, da verreckst du meistens, da hast du meistens keine Chance gegen. Und da wurden wir gekillt von einem Orion mit, ja, Railgun 12 natürlich, was auch sonst. Interessant, ein Bot mit Orion und Railgun 12, das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen tatsächlich. So, wir gehen dann mal hier auf die Helix. Sollte man prinzipiell eigentlich nicht machen in einem 1 gegen 1. Aber ich dachte mir, ich führe sie mal wieder aus. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein, dass er uns hier einholt. Ich habe hier auch gerade nur die 12er am Start und ich habe die Implantate nicht hundertprozentig auf Max, sondern auf der vorletzten Stufe. Und ich habe auch nur den Neymar. Ne? Also keinen legendären Piloten, sondern halt hier eben nur den limitierten. So, wir haben mit 2 Kills Vorsprung auf jeden Fall gewonnen. Jetzt probieren wir es nochmal mit Eclipse in der Hoffnung, dass wir jetzt hier in dem Fall nicht schon wieder weggeschossen werden. Natürlich, ich probiere es immer wieder, aber natürlich klappt es nie. So, da kommt was von vorne. Das war ein anderer Eclipse. Ah, okay, jetzt probiert er es tatsächlich mit den Helix. So, den Orion holen wir lieber gleich direkt raus. Nicht, dass wir hier wieder weggerivalt werden, nicht hier weggerailt werden in dem Fall. Er spielt hier einen, das ist ein, das gibt's ja nicht, ey. Das ist ein Redox tatsächlich, mit den 16ern offensichtlich. Ein Wunder, dass wir das überlebt haben, wahrscheinlich auch nur, weil wir die letzten 2 Projektile nicht abbekommen haben. So, jetzt wollen wir schauen, ob wir den nicht doch irgendwie bekommen hier, der schaut doch ein Stück raus. Jawohl. Ach, scheiße. Schon wieder ein Double KO. Das gibt's ja gar nicht. Die Implantate von ihnen sind auch noch nicht so richtig gut gelevelt, ne? Er hat sehr, sehr viele epische Implantate. Und die Dia hat auch nicht 100% ausgelevelt. So, aber momentan führen wir recht gut mit 5 Kills. Jawohl, schießt daneben, Hypo. Ist in Ordnung. Oh weh. Da müssen wir aufpassen. Wir dürfen nicht gehemlockt werden. Das wäre äußerst, äußerst unschön. Natürlich werden wir gehemlockt, was auch sonst. Ja, dann stehen wir hier halt wieder mal 7 Sekunden. Ist kein Thema. 13 Kills für mich, 5 für ihn. Ein Wunder, dass das so knapp ist. Wir waren ja auch in der letzten Runde nur 5 Kills vorne dran. 2 Kills waren es letzte Runde. Am Ende. Wenn man bedenkt, dass er nur 5 Kills hat. Schon krass, dass das so knapp ist. Offensichtlich haben wir da auch was hinter uns. Ja, das überlebe ich nicht. Keine Chance. Jawohl, da kann ich direkt umspringen. Auf meinen
Dingsterbumster hier, wie heißt Nomad mit den Ember Guns und wir sind mit 5 Kills Vorsprung als Sieger auch aus der zweiten Runde hervorgegangen. Sehr, sehr schön. First MVP und Second MVP mit 6 und 6 Kills. Insgesamt haben wir gemacht, Trommelwirbel bitte, 14 Kills, okay, das lässt wünschen übrig, 298 Punkte, 6 Kills für Pelenius. GG, mein Freund. Okay, es geht los nach 10 Sekunden. Wir spielen gegen Civic Danik. Okay, auch noch nie von gehört, von dem Spieler. Vielleicht habe ich ein oder zweimal gegen ihn gespielt. Irgendwo ganz, ganz, ganz weit hinten in meinem Hinterkopf klingelt da irgendwas. Aber ich glaube, also oft bin ich noch nicht auf den getroffen. Jetzt schauen wir mal, was der gute Boy so kann. Okay, der steht auch schon direkt hier gegenüber, hinter dem Scorpius, den ich gerade... Ah, guck an. Jawohl. Ey, heute ist echt der Tag des Doppel-KOs, oder? Kann es sein? Junge, jetzt wurden wir schon wieder weggerivalt. Gut. Oh, schade, der ging ins... Jörg, genau, wo kommst du denn her? Auf Wiedersehen, mein Freund. Direkt Hausverbot, ey. Ich hab echt gedacht, ich sehe nicht richtig, wie die Bots immer direkt in die Base kommen, ey. Heftiger Shit. Gut, wo ist er da, Danik? Da hinten ist er, okay. Ja gut, da hinten kann er gerne sein, da stört er mich nicht. Allerdings sollte ich ihn im Auge behalten. Ja, das war natürlich wieder gottlos daneben geschossen. Ja, der ist schon wieder aus der Reichweite. Aber die kommen hier ja gerade wie die Lemminge, einer nach dem anderen. Zack, weg ist er. So. Dann. Hier, the goat. Aber irgendwie... Ja, wir müssen jetzt weiter nach vorne, sonst kriegen wir hier keine Abschüsse mehr. Oh ne, das überleben wir auf gar keinen Fall. Da zu sehr mit Botgun beschossen worden. Okay, dann gehen wir mal auf Nomad. Hier mit dem schönen Futurist-Skin. Nomad ist der einzige Mech mit legendärem Skin im Erfolgspfad, der mir noch fehlt. Ich bin aber auch schon bei 95%. Und mir fehlt noch nur noch... Hä, ich war doch außerhalb seines Dash-Radius. Was soll das denn? Okay, naja gut, dann probieren wir es mal mit... Wollt ihr mich echt verarschen, oder? Junge, nein. Oh, was ist das denn für eine Runde? Meine Güte, okay, wir sind zwar mit 6 Kills vorne dran, das ist natürlich ein guter Vorsprung, aber irgendwie bin ich unzufrieden. Die Runde lief bei weitem nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, probieren wir mal, ob wir das jetzt besser hinkriegen. Ah, okay, er kommt wieder da hoch. Wahrscheinlich wieder mit seinen Railguns. Ich vermute es jetzt einfach mal. Warten wir mal kurz ab. Ja, natürlich. Zack und weg ist er. Diesmal gibt es keinen Double KO. Also wirklich nicht. So. Dann. Na, komm schon. Stirb. Oh, jetzt wurde mir der Bot geklaut. Schade, Marmelade. Aber Kill ist Kill. Wir liegen hinten. Okay, jetzt haben wir gerade den Ausgleich geschafft. Das war ein Bastion. Der ist natürlich nie One-Shot. Nicht mal mit den 16ern, das finde ich immer lustig. Bei den 16ern genauso wie bei den 12ern bleibt immer ein kleines Fitzelchen übrig. Normalerweise, wenn bei der 12er schon ein Fitzelchen übrig bleibt, müsste ja die 16er eigentlich so einen großen Unterschied machen, dass der eigentlich schon One-Shot sein müsste. Auch wenn man ihn frontal trifft, aber das ist irgendwie bei den Bastionen nie so. Außer wenn es ein Bastion von dem Spieler ist, dann funktioniert das mit dem One-Shot. Ich sage ja, die Bots, die haben irgendwie was extra. Habe ich zumindest manchmal wirklich das Gefühl. Okay. So, dann holen wir uns hier den nächsten Scorpius. Ah, Danik ist wieder hier hinten, okay. Oh, hier haben wir noch einen Nomad. Und, zack, den konnten wir uns auch mitnehmen. Aber ist echt eine knappe Kiste, muss ich sagen. Gott sei Dank haben wir noch den Effekt aktivieren können, bevor uns der Hemlocks dann wirklich komplett ausgenockt hat. Ausgleich mal wieder. Es sind 20 Sekunden noch. Es ist eine relativ knappe Kiste, tatsächlich. Ich bin mal aufs Endergebnis gespannt, ob das so eine Art Bot-Runde war. Also wo die Bots sehr stark zum Ausgang des Spiels beigetragen haben. Oder ob es keine Bot-Runde war und das wirklich auf die Spieler selber zurückzuführen ist. Wir werden es ja jetzt sehen. 2:0 für mich. Die Runde habe ich gewonnen. Ich bin First MVP und er ist Third MVP. Ich habe 12 Kills mit meinem... Eclipse gemacht, insgesamt 18 Kills, 370 Punkte und er hat, Trommelwirbel bitte, er hat 7 Kills. Das ist definitiv ein Bot-Design gewesen.
Trotzdem, GG.